Willkommen zurück, meine Lieben. Ich bin's, euer lieber Odo, und wir sind zurück bei Victoria 3, Österreich. Die Revolution in Baden scheint ohne große Unterstützung von außen abzulaufen. Aber jetzt gerade hat sich ein zweites Ding aufgetan, nämlich Preußen und Russland. Preußen will tatsächlich Schleswig-Holstein befreien. Da die aber irgendwie mit Protektorat von Russland sind, also Russland jetzt im Krieg, sehr interessant. Russland möchte, dass Hamburg befreit wird. Was ich sehr, sehr cool fände. Hamburg ist das hier, nehme ich mal an. Ja. Das heißt, werde ich Ihnen einfach helfen. Ich warte aber noch, ob mir die Russen vielleicht ein Angebot machen. Das wäre mir sehr recht. Ich würde dann, keine Ahnung, 10 einige Truppen aufbauen. Und ja, also mobilisieren, so mobilisieren. Oh, Preußen hat zurückgezogen, sehe ich gerade. Tja, finde ich gut. Noch einen auf den Deckel gekriegt. Und Diplomatic Play started. Und Preußen möchte Braunschweig. Na, sehr. Okay, wir gehen da auch auf diese Seite. Gleich mal, um zu zeigen, dass wir euch das nicht durchgehen lassen, Preußen. Infamous. Minus 50. Naja. Oh, doof, weil da kann ich nicht schützen. Schön wäre es, wenn Hannover zum Beispiel mithelfen würde. Die Partner führen gerade Krieg. Oder auch nicht. Aber. Oh, die revolutionären Badener sind offensichtlich militärisch nicht so weit. Vielleicht gewinnen. Ich habe eigentlich gedacht, dass das revolutionäre Baden gewinnen wird, weil die ja doppelt haben. Ah, Frankreich ist schon auf ihrer Seite. Finde ich schön. Das heißt, Prussian War Reparations. Oh. Und Prussia backs down. Finde ich großartig. Okay. Wie schon gesagt, Preußen. Kriegt eine auf den Deckel nach dem anderen. So, und das verstehe ich jetzt nicht. Wieso ist das preußisch? Sie haben doch backed down und es hat geheißen Liberate Hamburg.
Wie kann das sein? Wieso hält Preußen weiterhin Hamburg? Ich verstehe das nicht. Wenn sie down, müsste doch das erste von den Sachen erfüllt werden. Irgendwie macht mich das Spiel stutzig manchmal. Despite not enjoying full rights under Austrian laws, some wealthy Slovene people have begun moving into neighborhoods and frequenting establishments they would normally be excluded. We may need some new regulations to keep the peace. They have fairly earned their success with all its entails. Okay. Boah, bist du denn? Die Aristokraten, die Katholiken und die Petit Bourgeoisie. Alle mögen mich sowieso schon nicht mehr so. 4 plus 3 und plus 3. Das ist auch schon wurscht, wenn ich dann nochmal minus 2 krieg. Ja, was soll's? Was soll schon passieren? Yes! Der Suezkanal ist bald surveyed. Können wir ihn bauen? North German people have begun migrating to the state of Kenya. Okay. Auch nicht schlecht. Warum Kenia? Ist das für Kenia? Yep. Die Franzosen haben Kenia da erobert. Schau dir was an. Okay. Okay. Wenn das so ist, dann ist es halt so. So, wir sind übrigens schon dritter Rang. 1070, 1076 Prestige. Preußen ist wieder neunter. Na, schau was an. 194 ist. Obwohl sie jetzt mehrmals zurückgezogen haben, das muss eigentlich immer einen Prestige-Hit gemacht haben bei ihnen. Also Prestige ist echt ein Wahnsinn. Yay! Successfully completed. Suezkanal. Das bedeutet, Jero. Kann eine Expedition find the source of the Nile machen? Das klingt cool. Das würde ich machen. Austria has an interest in Sun. Okay, müssen wir machen. So, heißt das, wir können jetzt den Suezkanal bauen? Achso, warte mal. Suez East surveyed. Our survey of the Suez East was is complete. We have confirmed that it would be possible to construct a canal linking the Mediterranean to the Red Sea. We will build the canal. It's constructed the Suez Canal to the Journal of Austria. It is now possible to construct the Suez Canal in Sinai. Yay! Let's build it. Was macht der Suez Canal überhaupt? Wissen wir nicht. Plus 100 Prestige und der kostet Tools und Coal. Und einen Haufen Arbeiter. Now passage between Eastern Mediterranean Sea and Red Sea. Plus 100 Urbanization per Level. Aber ich glaube, mehr als einen Level kann man eh nicht machen, oder? Doch.
Machen wir mal Level 1. Schauen wir mal, was passiert. Ich glaube, das müssen wir dann absitzen. Macht keinen Gewinn. Kanal. Na, schau, da kann man nicht mehr Plus machen. Interessant. Ja, entweder gibt es den Kanal oder es gibt ihn nicht. 100. Na gut. Instruction. Wisst ihr was? Wir machen. Ja. Okay, in Wirklichkeit ist es eh wurscht. Achso, warte mal. Puh, wir brauchen sogar neue Sachen schon hinten nach. Okay. Schauen wir mal, was sagt der Markt? Was brauchen wir? Munition. Jetzt. Vorhin war Munition noch günstig. Jetzt brauchen wir plötzlich wieder Munition. Trade Route Remove. Was? Das heißt, no reachable ports in France. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir die Ports in France reachen. Okay, das verstehe ich jetzt nicht. Okay. Irgendwas muss hier vorgefallen sein. Was haben wir? Import Goods. Mission. Okay, das heißt, wir bauen als erstes Munitionsfabriken. Wieso hat man 4600 Angestellte? Könnt ihr mir das sagen? Okay, wird das besser, wenn ich da jetzt... Brauchen wir auf jeden Fall mal eine. Okay. Postal Savings. Cash Reserves ist okay. Warum? Is unable to fully hire, weil wir zu wenig Leute hier. Oh, wir haben keine Peasants mehr. Ha! Das kommt davon, wenn man nur in einem Ort baut. Okay. Das bedeutet, wir müssten Folgendes machen. Wir machen das. Und schon werden Leute frei. Lead Mines. Steam Donkey. Rail Transportation. Da sollten auch Leute frei werden dadurch. Iron Mines. Da werden auch Truppen von Leute frei.
Na, den nehmen wir da erst, weil sonst bringen wir uns noch mehr Leute um. So, kannst jetzt wieder, kannst wieder Leute anstellen. Das gefällt mir aber gar nicht, gar nicht. Okay, was haben wir da? Da könnten wir auch Sachen machen, die uns Leute einsparen. Wheat Farms. Harvesting Tools natürlich. Ja, okay, gut, da kann man nicht wirklich die Leute einsparen. Wooden Passenger Carriers. Ah ja, doch, das spart uns auch Typen. Leutner, bitte. Geht ja. Okay, Memoir nicht. Hier bauen wir nicht weiter aus. Munitions Plants woanders. Uff, und zwar irgendwo, wo wir keine Turmoil haben. Das wird schwierig langsam. Keine Turmoil und noch Leute. 22.000 Leute ist nicht mehr viel. Okay, bauen wir da Munition. Munitionsdings, oder? Ein Mission Plant. So, haben wir da auch schon zu wenig Leute? Nein, da haben wir noch mehr als genug Leute. Also da könnte man definitiv noch viel mehr bauen nach Österreich. Schauen wir mal. Was wieder besser geworden? Arms Manufacturing. Okay. Passt. Alles umgestellt da. So, Kleidung. Natürlich, Kleidung ist immer zu teuer. Wie kann das sein? Und Explosives sind zu teuer. Gut. Aber Fertilizer sind billig. Mist. Natürlich problematisch. Wir bauen trotzdem. Mehr. Ah, mehr Dings, mehr Explosives raus. Das ist so viel. Mehr Explosives. Paper Bleach. Ah, passt auch noch gut. Nein. Was noch nicht die Leute arbeiten noch? Tools und Kohle. Wow, Kohle. Kohle haben wir viel zu wenig. Wir brauchen mehr Kohle. Kohle. Styria, null Leute mittlerweile, bist du irre. Okay. Bauen wir gleich vier Bergwerke dort. Dann können wir auf die
neue Produktion umstecken vielleicht. Oh, Buildings, Construction. Genau, Arms Industries, Chemical Plants, Coal Mines. So, Steiermark, wie schaut's aus? Munition Plant, stellt mir Leute ein, finde ich gut. Dadurch ist der Preis für Munition wieder halbwegs stabilisiert. Tooling Workshop, kann man auch irgendwas verbessern? Yep. Können wir auch Kohle statt Menschen einstellen? Das ist problematisch. Sollten wir dann auch woanders noch bauen? Erneut. Liberate Lübeck. Das klingt gut. Wer ist das? Frankfurt. Test. Das ist gar nicht. Ist nur Frankfurt gewesen, gar nicht so schlimm gewesen. Wären wir gar nicht dazu kommen. Ich glaube fast, müssen wir unterstützen. Hat Russland schon wieder einen Konflikt? Und hier einen Konflikt? Die sind tatsächlich im Krieg zwischen Mexiko und den USA. Finde ich nicht gut. Oder finde ich gut? Oder finde ich lustig auf jeden Fall. Mexiko hat hier Sachen erobert, möglicherweise mit russischer Hilfe. Schaut uns an. Ja, wir müssen da schon runter. Egal was ist. Dich mobilisieren wir. Dich mobilisieren wir. Dich mobilisieren wir. Dich mobilisieren wir. Und dich mobilisieren wir auch. Oh, wir kommen da jetzt so, das ist gut. Ah, Bayern einen Pakt mit uns hat, gell? So. Greifst. Nein, du greifst gar nichts an. Du machst auf Verteidigung hier. Du machst auf Angriff hier.
Du machst auf Griff. Hier. Beziehungsweise, ja, wurscht. Vielleicht machen wir folgendes, wo wir euch auch. Ich muss den Pinsel hoch und wir schicken euch Persistent. Wir schicken dich in die Verteidigung nach hierher. Schauen wir mal. Was braucht man dazu sagen? Wir könnten wir dann ja gleich erobern. Wir könnten wir gleich, also wenn sie wirklich den Krieg gehen, was ich annehme fast. Okay, Lübeck ist frei. Das hat funktioniert. Ich meine, die Preußen haben wenigstens auch überall Unrest, so wie ich. Quasi ganz Deutschland ist eine einzige Unrest-Zone. Ach, schrecklich. Ungarn, alle hassen. Kroatien, Slowenien, Istrien, die Lombardei. Überall Mist. Hey. Kroatien und Zentralungarn zu bekommen. Ich frage mich gerade. Venedig braucht nochmal eine Government Administration. Außerdem haben wir jetzt, wir haben 40 Institution. Erhöhen wir da unser Health System. Das ist vielleicht nicht schlecht, das hilft den Leuten auch, wenn sie länger leben. Paar Sachen einzukommen. Port. Amerikanischen Markt. Bist du wahnsinnig vom Französischen. Vom Hesse. Vom Osmanischen. Burger und vom Amerikanischen. Ja, okay. Sachsen hat Explosives zum Verkaufen. Nicht gut. Farbstoffe vom Oman und von Spanien. Das ist jetzt nicht gut. Immerhin Werkzeuge. Oh, vom russischen Markt finde ich gut. Vom französischen Markt finde ich auch gut. Blei. Na, von können mich gern haben. Eisen. Ah, wieder von Russland. Finde ich gut. Und vom französischen Markt kann man auch noch was nehmen.
Okay, wir brauchen Kleidung. Oh, General Protest. Was ist das? Karl Ludwig von Siegelmont. Der ist General und Veit Exter auch General. Has brought light on questionable habits that Veit Exter partakes in and is demanding they be fired. We can't fire Veit Exter. This gives us sway of Austrian aristocracy. Fire Veit Exter. Veit Exter is fired. Plus 5 Popularity. Okay, gut, warte mal. Veit Exter, schauen wir mal, was kommt. Ja. Er ist Alkoholiker, aber an und für sich ist er ein sehr guter General. Aber er ist schon 68, also so ein stört mich eigentlich nicht, wenn er so billig gefeuert werden kann. Vielleicht finden wir was Besseres. Wo in der in Danubia, gell? Einer von den Ungarischen. Yep, machen wir doch glatt. Und holen uns gleich einen neuen General. Ich möchte zumindest zwei haben. Oh, ein Aristokrat. Mountain Combat und Tactful. Ja, wir nehmen natürlich einen von. Natürlich den hier. Und wir werden ihn einmal promoten. Einfach deshalb, weil. Ja, dann sind wir wieder 33. War die eigentlich integrieren irgendwie im Land? Friedlich? Schaut fast so aus, gell? Die würden eine Defense mit mir eingehen. Hätten wir 150 Punkte zur Verfügung. Puh. Griechenland, was machen wir mit dir? Was weiter? Oder interessiert sie mich eigentlich gar nicht? Und wir machen da einen. Yay, Defensive Packs mit Saxony. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Mhm. 14 Staaten sind in Turmoil, jetzt sind 16. Okay. Mal schauen, ob das mehr oder weniger wird oder circa gleich bleibt. Westslowakei. Braucht sowas. Und Transnistrien ebenfalls.
Wir bauen nur Verwaltungsgebäude, keine, nix sonst. Jetzt sind es noch 15, ja. Oh, wieder 16. Das heißt, die gehen und kommen. No Market Access. Das heißt, wir brauchen mehr Ports. Noch einen Port und außerdem brauchen wir noch zwei Railway Stations. Sagen wir mal so. Machen wir das so. Gekümmert. The Trade Route Importing Dive from Russian Market is Schauen wir mal. Ich meine, wir haben jetzt nichts wirklich mehr importiert von denen, aber gut. Insufficient. Schon wieder? Nein. Expensive military goods. Ja. Ah, noch einmal declared interest. Wir haben zu wenig Konvois. Das heißt, wir brauchen wieder mehr Ports. Das war schon voll. Wahrscheinlich brauchen wir auch Shipyards neue. Noch 43 Wochen bis zum Suezkanal. Yay! Fast geschafft. Keine Unemployed mehr. Pff. Wahnsinn. Wahnsinn. Wir haben die Leute voll. Muss einfach zugebaut. Machen wir noch eine Universität. Hoffentlich haben wir das nicht mehr. Muss exportieren. Kauft das irgendjemand? Nein. Noch immer nicht. Keiner kauft unsere Kunst. Echt ärgerlich. Kann nichts weitergehen, wenn wir in Pause sind. So, ich glaube, die Pause war wieder zeitlang genug. Nation Formation. Germany. 11 Supporter. Und 1230. Also 1230 Regionen zählen zu unseren. Ne, wir werden kein Dings. Das wird sich gehen. Ich meine, man könnte natürlich einen Krieg darüber führen, aber wir sind ja schließlich Österreich und wollen den Balance Transferable Italians. Eigentlich egal. Ah, Mist, irgendwas war mit Law. Was war das? Wo war das? Was? Fieldworks? Nein. Nö.
Enlistment Offices, oder? Unlocks Mask in Army Model. Okay, gut. Das wird jetzt nicht spielen. Oh, wir brauchen wieder ein Gebiet. Das, obwohl wir noch immer die niedrigen Steuern haben, finde ich gut. Und wieder ein Ding. Geht's euch noch? Ja, okay, wir sind. Okay, warte mal. Ich habe doch, glaube ich, noch eine Obligation gegen das Absolve Obligation hier. Oh, doch glatt. Also die Preußen sind definitiv keine nicht mehr beliebt auf der Welt. Mit all ihren Versuchen, Dinge zu erobern. Komm schon. Ah, verdammt. Wieso bieten sie den Franzosen was an, aber mir nicht? Finde ich nicht richtig. Ich hätte es auch für die Great Pommern gemacht. Ja, andererseits. Who cares? Was wollen die noch? Egal. Oldenburg ist wieder frei. Preußen ist wieder kleiner. Yay. Notorious. Und wir sind reputable. Wir haben keine Infamie mehr. Das bedeutet im Endeffekt, wo sind die 10. wieder? Die erholen sich so schnell von dem Prestige. Das ist ein Wahnsinn. Das heißt, was wir als nächstes machen, ist Ägypten unsere Kontrolle bringen. Offensichtlich noch einen Truce bis 1861. Bald nicht mehr, also. Okay. Schauen wir mal. Wie lange noch? 25 Wochen. Ich meine, könnten wir vielleicht einen. Ich habe ja nichts gegen die Monarchie, aber könnten wir vielleicht einen besseren Monarchen kriegen? Ich meine, disliked minus 35. Der Mann ist 67. Könnten wir vielleicht darauf schauen, dass er verschwindet? Grifter? Was ist Grifter? Ich kann nicht erinnern, was ist die Übersetzung für Grifter? Und nachschauen auf Leo. Das Spiel nur in der Zwischenzeit vor sich hin. Was ist ein Grifter? Das ist sicher irgendwas nicht Gutes. Ein Ganove. Was ist der Unterschied von Grifter zu Bandit dann? Ja. Und wir haben wieder die wahnsinnigen Two Sicilies. Da sind wir sogar schon dabei, weil wir einen Defensive Pact mit Modena haben. Können wir einen Dings machen? Ich meine, könntest du bitte wirklich was brutal verlangen, Modena, von ihnen? Eine Humiliation zum Beispiel? So, ihr mobilisiert.
Ihr mobilisiert und ihr mobilisiert. So. Und wo bist du? Bist du Balkan? Ja, der ist Milizien. Das ist der Balkan, oder? Ja. Gut, die Balkantruppen müssen wir jetzt auch aufbauen, aufbessern. Die sind nämlich auch relativ loyal. Das heißt, ich hoffe einfach, dass diese Balkantruppen abspalten von mir. Falle eines Falles. Die werden wir nicht mobilisieren, weil die haben jetzt einen Nachteil. Will ich doch hoffen. Liberate Sardinia Piemont. Fancy. Das ist ein guter Wunsch. Dankeschön. Das zahlt wenigstens so aus. Was ist Sardinia Piemont? Ist das ein Rat von Ihnen? Eine Alliance. Customs Union. Was heißt Liberate? Das sind keine Subjects von ihnen. Electric Generation. Heißt, warte mal, können wir jetzt? Kraftwerke bauen? Das ist da. Da kann man gut Kraftwerke bauen. Nein, können wir nicht. War Machines. Electric Industry, nein. Power Plants, nein. No, this is the telephone. Interessant. Da gibt's keine. Ah! Oh Gott! Danke! Powerplant, ja wirklich, können wir bauen. Machen wir mal einen Powerplant und schauen, was da passiert. Da haben wir ja einen Bonus auf Powerplants. Irgendwo. Wir brauchen jetzt noch keinen Strom für irgendwas, aber wer weiß. Na komm schon. Du hast ja eh Angst vor uns. Man könnte es ruhig ein bisschen mehr verlangen. Ist jemand drin, aber auch noch. Ja.
Oh. Sie sind zurückgeschreckt vor einem Krieg. Finde ich gut. Finde ich wirklich gut. Okay, ihr schickt kein Holz mehr, finde ich nicht richtig. Venedig hat eine Ineffizienz. Dings und Art. Transdanien auch. Westslowakei auch. Passt. Sind mir also egal, die drei. Wir können Interests deklarieren. Wir brauchen Konvoi, so haben wir vorher gemacht. Gut. Machen wir noch die Interests jetzt. Dann hören wir auf für heute. Eine neunte Interest haben wir jetzt noch. Ja, wie schon gesagt, durch den Suezkanal haben wir da viel mehr Zugang dann. Das heißt, wir werden Persien in die Interests. Da drüben gibt es auch viele schöne Dinge zum Erobern und Unterwerfen. Ja, wir haben das Jahr 1861. Unser Truce hört auf im Juni. Das heißt, das nächste Mal, meine Herrschaften, werden wir wahrscheinlich einen Krieg mit Ägypten haben. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Nachmittag. Schlaft gut, träumt was Schönes. Bis dann. Ja, bis dann.